Der Hund ist aufs Bett gekommen. Im Luxuszwinger und im Schlafzimmer. Klaus Staudinger aus Stadtlohn will seinen Hund Humphrey weich betten. Kurzerhand baut der gelernte Tischler ihm selbst ein Bett. Und fertig ist das Hundebett. Wir haben hier den Rahmen, ganz normal. Kommt dazu dann der Lattenrost wie beim Menschen. Jede einzelne Feder lässt sich dann einstellen auf das Gewicht. Ist äußerst flexibel. Und dazu kommt dann die Matratze, die es in 5 verschiedenen Farben gibt. Ist ein Lederimitat. Und als kleiner Gimmick, Sie können ein Halskissen reinbringen, was jeder zu Hause hat. Und der Hund hat es mollig warm im Winter. Die Hundebetten kommen so gut bei den Hundebesitzern an, dass sie mittlerweile in Serie gebaut werden. Klaus Staudinger kümmert sich um die Designideen und die Schreinerei in Bottrop um die Fertigung. Die Betten finden tierischen Absatz. Die Nachfrage läuft eigentlich sehr gut an aus unserer Sicht. Ich habe endlich einen Großhändler gefunden, der das Ganze dann vertreiben wird. Sogar vielleicht eventuell europaweit oder vielleicht sogar weltweit. Die Lederimitat-Matratzen gibt es in 5 verschiedenen Farben. Ein Bett kostet komplett mit Rahmen, Lattenrost und Matratze um die 170 Euro. Schäferhund Lord schläft schon seit einigen Monaten in seinem Hundebett. Lord und seinem Besitzer gefällt's. Der liegt aber bequem drauf, alles, ne? Und vor allen Dingen ist das Bett ist auch so interessant, dass ein Hund nicht immer auf die Fliesen liegt. Doch am allerliebsten schläft der treue Vierbeiner bei seinem Herrchen im eigenen Bett, versteht sich.